Hallo, grüß euch, herzlich willkommen. Ja, ich komme überhaupt nicht dazu. Jetzt wollte ich doch hier mal ein paar Module für euch aufnehmen zum Thema Skalierung, meine lieben verehrten YouTube-Freunde. Und schon wieder habe ich einen On-Call hier. Ja, hallo, Klein, grüß Gott. Ja, richtig, Thomas Klein von Klein Marketing. Ah ja, okay. Ja, natürlich, klar. Skalieren, ja, kein Problem. Okay, du hast eine GmbH gegründet, okay. Wie lange? 3 Monate alt, okay. Gratulation, schön. Und bist also Solopreneur. Okay, 3 Freelancer, okay, interessant. Willst du jetzt ein bisschen Marketing und Vertrieb machen, okay. Wie viel Budget bringst du so mit? Okay. Hast du die vollen 24.000 eingezahlt? Ne, 25.000 sind es, glaube ich, oder? Ja. Okay. Ja, und ansonsten, es ist jetzt das komplette Investment, das du geplant hast für die GmbH. Ich meine, du willst eine GmbH umziehen. Ich meine, was ist dein Ziel? Ich glaube, du hast mir schon eine Anfrage über das Internet auch geschickt gehabt, gell? Hast mir irgendwas reingeschrieben. Im ersten Jahr möchtest du auf 500.000 skalieren, im zweiten Jahr dann auf 1 Million und dann im dritten Jahr auf 2 bis 3 Millionen, oder? Ja. Ja, dann brauchst du ungefähr, sag mal, bei 500.000 brauchst du 4, 5 Leute, je nachdem, ne? So mal ganz grob. Für 1 Million brauchst du ungefähr 10 Leute und für 2 bis 3 Millionen brauchst du ungefähr 20, 25 Leute. Ne? Also wenn du jetzt rein so die 0815, in Anführungsstrichen, Commodity, mehr oder weniger Softwareentwicklung, individuelle Softwareentwicklung machst, oder hast du irgendwie ein Spezialgebiet, irgendwas? Okay, Add-ons, Microsoft, okay, Erweiterungen für 365, Power BI und so weiter, okay, alles klar. Da müssen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, da müssen wir einfach mal einen Zoom-Call aufsetzen, würde ich sagen. Nur mit dem Budget, ja, also letztendlich hast du eigentlich alle Voraussetzungen, auch deine Erfahrungen, du bist seit fast 10 Jahren Entwickler, hast du also letztendlich auch die entsprechende Senior-Erfahrung, dass du da jetzt, sagen wir, auch super Leute einstellen kannst, die managen kannst und so weiter und so weiter. Also letztendlich, du bist mit allen Punkten, wir können eigentlich überall den Haken dran setzen. Nur leider, was das Budget betrifft, da müssen wir gleich nochmal reden, weil letztendlich du willst auf 500.000 im ersten Jahr skalieren. Das bedeutet, du gibst dir selber 12 Monate Zeit, ja, um 500.000 Euro umzusetzen. Ja, also per hast du denn schon Kunden, die du irgendwie damit reinziehen kannst in die GmbH oder sowas? Weil es ist ja manchmal auch nicht ganz einfach, ne? Also von den ganzen rechtlichen Sachen und so weiter. Ja, also per Definition jetzt noch keine offiziellen Kunden für die GmbH, ne? Also du hast, ja, das ist nochmal ein Thema für sich, klar. Ja, genau. Und letztendlich, das ist es, ne? Du fängst mehr oder weniger, du hast grüne Wiese, ja, positiv ausgedrückt, aber letztendlich, du fängst bei Stunde null an, also komplett null, ne? Und jetzt musst du erstmal Kaltakquise machen, Marketing und, können wir uns im Detail darüber unterhalten. Und du hast keinen Vertriebler, oder? Nee, nur Freelancer. Okay, weil die Sache ist die, ne? Jetzt sagst du, okay, ich habe 24.000 Euro und du sagst, okay, die 24.000 Euro habe ich jetzt eingezahlt, die kann ich jetzt investieren in den Aufbau dieser kompletten GmbH, die mir in 12 Monaten 50.000 bringen soll. Ne? Also das ist schon eine Wette, die so wahrscheinlich in die Hose gehen wird, weil das wäre ja quasi ein für 25-facher, oder? Für 20-facher zumindest. Und das innerhalb von 12 Monaten. Ja, also das ist schon, das wäre schon ein Return on Invest von, müsste ich mir jetzt in Prozent mal ausrechnen, von, ich weiß nicht mehr, 1000% oder sowas, ne? Prozentrechnung. Das ist natürlich schon sehr, 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 sehr ambitioniert. Ich meine, klar kannst du 500.000 im ersten Jahr machen. Aber die Frage ist immer, was kippst du vorne rein? Ja? Und da müssen wir uns über Customer Lifetime Value unterhalten, ob du da überhaupt schon eine konkrete Vorstellung hast. Ja? Deine Positionierung, wie spitz ist die? Denn desto spitzer deine Positionierung, desto schneller können wir Kunden abschließen und. Also zig Sachen, die wir da besprechen müssen. Machen wir gerne mal, sagen wir mal, setzen wir mal einen Workshop auf, würde ich sagen. Ja? Ja, so den typischen Standard-Workshops, den ich anbiete, bevor wir eine langfristige Zusammenarbeit dann
beidseitig als sinnvoll erachten können überhaupt. Der dauert 2 Stunden bei mir, kostet 975 Euro netto zusätzlich der Mehrwertsteuer. Und danach wirst du so mal einen sehr guten Weg aufgezeigt bekommen von mir, was die nächsten Schritte wären und ob sie denn sinnvoll sind mit dem, was du quasi zur Verfügung hast an Ressourcen, Geld, Zeit, Energie, People und so weiter. Und ja, da werden wir alles, sagen wir mal, in sehr kurzer, knapper, präziser Form durcharbeiten. Ja? Also deine Ressourcen, deine Positionierung, deine Zielgruppe, ja? Deine Kernkompetenzen, ja? Ganz konkret, und für jedes Subthema werden wir ungefähr 20, 25 Minuten Zeit brauchen und dann am Ende nochmal sozusagen so eine kleine Zusammenfassung, wo ich dann auch gleichzeitig logischerweise auch eine weiterführende Zusammenarbeit, wenn sie denn auch von unserer Seite als sinnvoll erachtet wird, dir bieten kann oder eben nicht. Ja. Wie gesagt, ich kann dir jetzt schon mal versprechen, sonst würde ich dir diesen Workshop gar nicht erst anbieten wollen, dass du eigentlich überall die richtigen Voraussetzungen mitbringst. Es geht halt letztendlich nur ums Budget. Wenn wir zaubern könnten, also zaubern können wir auch nicht. Ja? Also wenn wir zaubern könnten, sprich, wenn wir einfach mal eine GmbH gründen könnten mit ein paar Freelancern und aus 25.000 eine 500.000 machen, ich glaube, dann hätten wir echte Probleme, weil dann würden sämtliche Casino-Betreiber pleite gehen, ja. Weil wir nämlich deren Illusionen dann realisieren, ja, die leben ja quasi von Leuten, die ihre unseriöse oder unrealistische Vorstellungen haben, wie sie ihr Geld vermehren könnten in sehr kurzer Zeit, ja. Okay. Und mit Casino-Inhabern ist es nicht zu spaßen. Ne? Okay, also ich würde sagen, entweder du schraubst deine Gewinnerwartung oder dein Umsatzziel runter und also du kannst locker sagen, ich setze 25.000 ein und ich mache daraus, sagen wir mal, 100, 150.000, so dass ich dann am Ende Gewinn vor Steuern habe, sagen wir mal 10.000 oder sowas, ja. Ja, und das, dann hast du wirklich schon einen guten Job gemacht, wenn du quasi von null, von nix, ja, plötzlich nach einem Jahr ein paar erste Kunden hast und ein paar Freelancer und so weiter und ein kleines Team, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ein kleines Miniteam und letztendlich auch schon dir was übrig bleibt, so viel übrig bleibt, dass du definitiv mehr verdienst wie der durchschnittliche Angestellte. Und das sollte ein eher realistisches Ziel sein. Mit den 25.000 ist selbst da ein bisschen wenig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja? Weil also für 25.000 kriegst du ja nicht mal einen Teilzeitvertriebler wirklich, der was kann. Wie gibt's nicht. Also in Deutschland nicht. Ja? Und also da musst du schon wirklich viel überlegen. Also es ist schwierig. Ja, also, wenn wir nochmal drüber reden. Ansonsten, wenn du 500.000 wirklich erzielen willst, besonders im ersten Jahr, wo du halt einfach noch nichts hast, ja, und wirklich out of the blue, out of nothing, ja, musst du auf jeden Fall eine sechsstellige Summe, ja, auf jeden Fall. Ja, du musst schon so deine 120.000 bereit sein zu investieren, wirklich Marketing, Vertrieb, alles drum und dran, ja. Und dann, wenn du dann so mal einen Return Invest hast von Faktor 3 bis 4 oder 5, ja, dann hast du wirklich guten Start hingelegt. Also kannst du wirklich ab. Das ist Realität. Ja. Es geht eben darum, dich über, aber vielleicht auch erstmal auch in diesem Workshop mal erstmal abzuholen, indem ich dir einfach mal ein paar realistische Zahlen aus dem echten Businessleben, aus dem echten Geschäftsleben präsentiere, ein paar Use Cases, ein paar Showcases, ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern, kann ich ja dann machen, weil das wird ja nicht auf YouTube veröffentlicht und oder sonst wo, bleibt alles zwischen uns, was da gesprochen wird, ja, und das hat teilweise mit dem, was da draußen Mainstream-Coaching und so weiter alles gelabert wird, keine Ahnung, Fitness-Coaches oder was weiß ich, was die alles machen, ja, hat das eher wenig zu tun. Ja. Okay, wir sehen uns im
Du machst den Workshop, oder? Für 975 €, also 975 € 2 Stunden, das ist jetzt wirklich kein Ding. Ja, ist ja für dich quasi ein Tagessatz. Ne? Das verdienst du an einem Tag. Ja. Und es ist eine Einmalzahlung, keine Verbindlichkeit, gar nichts, null. Geht bei mir über Digistore sogar. Kannst einfach klicken, 2, 3 und dann, ja. Mach mal Freitag. Also ich habe letztendlich so viel zu tun, dass wenn wir die 2 Stunden, wenn ich mir die rausschneiden soll für dich, dann geht es nur entweder Freitagnachmittag oder am Wochenende. Ist leider so. Ich habe jetzt auch immer mehr Leute, denen es eigentlich auch wurscht ist, wann wir das machen. Also ich habe jetzt wirklich viele von diesen Workshops auch am Samstag gemacht und teilweise auch am Sonntag. Okay, ja. Machen wir Freitag. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, Markus. Ciao. So, sorry. Jetzt habe ich mich hier ein bisschen verquatscht. Jetzt ist aber letztendlich auch schon fortgeschrittene Stunde. Also ich sehe hier, es ist wieder dunkel. Und dann die Lichtverhältnisse hier in dem Raum. Ich habe hier zwar eine Softbox, aber die reißt es echt nicht raus. Ich bekomme eine Studentin am Freitag rein, die hat sich auf Licht spezialisiert. Also die arbeitet für die hiesige Filmakademie, Münchner Filmakademie, glaube ich. Ja, und die hat sich auf Licht und Ton oder sowas spezialisiert. Und die möchte vielleicht bei mir ein bisschen jobben als Studentin und Erfahrungen sammeln. Und ich glaube, die haben ja bitter nötig hier, weil es ist einfach verdammt dunkel. Es ist einfach November, es ist einfach München. Und die Hälfte der Büros sind auf der Nordseite, ja. Also zum Beispiel mein Head Office ist auch auf der Nordseite und da kommt so gut wie nie Licht rein. Das ist ein bisschen suboptimal, wenn es darum geht, dass man halt YouTube-Video aufnehmen will. Okay, Leute, das muss gut sein für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder, oder? Passt das? Alles klar? Ich hatte ein paar harte Tage hinter mir und dann sehen wir uns morgen wieder über YouTube. Wir sehen uns und ich hoffe von ganzem Herzen, dass es euch gut geht und dass es letztendlich, dass ihr gesund seid. Das ist das Allerwichtigste, denn ein gesunder Mensch hat viele Wünsche, ein kranker Mensch nur einen, nämlich gesund zu werden. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Und dann sehen wir uns. Bis später. Ciao, ciao.